In Chile ist die Zahl der Todesopfer bei den verheerenden Waldbränden auf über 50 gestiegen. Die Flammen dringen immer weiter in einen der am dichtesten besiedelten Teile des Landes vor. Mehr als 4000 Häuser sind bereits ein Opfer der Flammen geworden. In einer Fernsehansprache warnte Präsident Boric, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte, da in der Region Valparaíso 4 große Brände lodern. Hier hatten Feuerwehrleute Mühe, die am stärksten bedrohten Viertel zu erreichen.